Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2018 in den Städten Berlin, Hamburg, Frankfurt und München die Warmmieten zwischen 25% und 48% angestiegen. In ganz Deutschland haben sich die durchschnittlichen Warmmieten seit diesem Zeitraum um 11% im Durchschnitt erhöht. Seit 2008 ist das Wohngeld nicht mehr angepasst worden. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen in die Sozialhilfe fallen, nicht mehr in die Berechtigung von Wohngeld kommen und dass wir damit für viele Familien, gerade für viele Älteren, eine schwierige Situation schaffen. Unser Ziel ist es mit dieser Wohngeldreform, dass insbesondere Menschen mit geringem, mit mittleren Einkommen, die oft hart arbeiten, aber sich mit dem niedrigen Einkommen eben die Miete nicht mehr leisten können, dass sie in ihrer angestammten Wohnung auch bleiben können. Deswegen ist es endlich Zeit geworden, dass wir nach 6 Jahren die notwendige Anpassung hier machen, dass wir auch die Entwicklung bei den Warmmieten berücksichtigen. Und insgesamt werden zukünftig 870.000 Haushalte das Wohngeld als Anspruch haben können. 324.000 Haushalte werden es sein, die wiederholt oder zum ersten Mal diesen Anspruch haben. Und das, was ich besonders wichtig finde, ist, dass wir insgesamt 90.000 Haushalte damit auch aus dem Bereich der Sozialhilfe holen. Ich finde, das ist auch eine Frage der Würde, dass Menschen, die hart arbeiten, nicht aufs Amt gehen müssen, sondern sich Wohnung und Leben leisten können. Die wichtigsten Stufen, die wir dabei machen bei der Wohngeldreform, ist, dass wir zum einen die Tabellenwerte anpassen an die Einkommens- und Mietentwicklung. Durchschnittlich findet hier eine Erhöhung um 39% statt. Zusätzlich werden wir die Miethöchstbeträge anpassen, um genau auf die unterschiedliche Entwicklung in unserem Land zu reagieren. Es ist nämlich so, dass in ländlichen Bereichen, in manchen Städten, die Mieten sich natürlich ganz anders entwickeln als in den Hotspots. Und deswegen nehmen wir insbesondere auch die Anpassung der Mietstufen vor. Und die Zahlen, die wir gerade vom Statistischen Bundesamt jetzt erst bekommen haben und die wir noch im Laufe der Beratung auch einbringen werden, zeigen, dass wir gerade in den letzten Jahren dann noch mal dramatische Entwicklungen haben. Und es ist vielleicht auch ganz positiv, dass weitere Großstädte jetzt in die höchste Mietstufe fallen werden. Neu werden Köln, Mainz und Düsseldorf hinzukommen. Auch dort bedeutet es, dass wir insgesamt passgenauer darauf reagieren, was in den einzelnen Regionen los ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir haben darauf geachtet, dass wir auch die Frage der Warmmieten stärker abbilden. Das geht in die Tabellenwerte ein. Wir hatten ja auch eine umfangreiche Debatte über die Frage der Heizkostenkomponente. Wir geben insgesamt Bund und Länder über 700 Millionen Euro zukünftig jedes Jahr für das Wohngeld aus. Und wir leisten mit dem Wohngeld damit einen Beitrag für bezahlbares Wohnen in Deutschland. Und das passt zusammen mit all den anderen Maßnahmen, die wir in der Großen Koalition beschlossen haben. Nicht nur die Anpassung des Wohngeldes, sondern auch mit der Mietpreisbremse, mit den abgesenkten Mietkappungsgrenzen in angespannten Wohnungsmärkten, mit dem, was wir im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen machen, mit den 120 Millionen, die wir gestern beschlossen haben, für studentisches Wohnen zum Beispiel, dass wir vor Ort Menschen eine Heimat geben in ihrer angestammten Wohnung und dafür sorgen, dass sie dort auch wohnen bleiben können. Und dort, wo das Einkommen nicht auslangt, helfen wir ein Stück weit mit dazu. Das ist ein guter Tag, den wir heute mit diesem Gesetz für 870.000 Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland begehen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Heidrun Blum für die Fraktion Die Linke.